Bremen-Rüstung, meine lieben Freunde. Es ist endlich soweit. Es sieht halt echt so geil aus, wie diese Tasche da so auf dem Bauch liegt. Um Gottes Willen, ey. Meine Fremen-Rüstung ist am Start. Er sieht... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Ascended, meine lieben Freunde. Wir sind wieder zurück in der Hitze des Gefechts von ARK Survival Ascended in Scorched Earth. Und ich habe jetzt mir mal eine Ressourcenkarte zu Rate gezogen, damit ich mal ein bisschen schlauer bin, was die Ressourcenquellen angeht, wo wir welche finden. Also insbesondere Eisenerz, was ja ein bisschen problematisch war jetzt so in letzter Zeit. Das hat man ja in der letzten Episode versucht zu finden. Das war ja alles nicht so easy, ja, wie ihr euch vielleicht erinnern werdet. Und hier ist natürlich auch schon wieder die absolute brütende Hitze am Start. Genau, ich habe mal nachgeguckt. Wir müssen uns bewegen in Richtung Süden tatsächlich. Und ich muss jetzt nochmal gucken, hatte ich jetzt hier eigentlich das schon durchgeschmolzen, was jetzt hier drin war? Ja, okay, also immerhin zweimal Eisen haben wir jetzt schon, aber das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Also, ich gehe nochmal ganz kurz hier ins Haus, damit ich euch das erklären kann und damit ich nicht in der Zeit dann komplett verbrutzel. Also, im Grunde eigentlich ist das Eisen um uns rum. Überall, wenn man es genau betrachtet. Und zwar, am einfachsten dürfte es sein, wenn wir uns einfach ein kleines bisschen, ja, Richtung Süden bewegen tatsächlich. Da gibt es ziemlich große Vorkommen anscheinend. Auch anscheinend entlang dieses einen Canyons auch so ein bisschen. Also, wir müssen eigentlich im Grunde eigentlich genau Richtung Süden. Es ist im Grunde eigentlich genau Richtung Süden. Und da sollte es welches geben. Auch so ein bisschen tatsächlich, wenn ich jetzt mal so in die Richtung gucke, ja, da unten rechts so ein bisschen... Da, man sieht ja da diese Sandflächen links und rechts. Und zwischen diesen Sandflächen, da gibt es auch wohl ziemlich viel. Die Frage ist eben immer, was gibt's da noch? Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns ARK Scorched Earth reinziehen in ARK Survival Ascended, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns da mal hinbegeben, auch wenn es jetzt gerade heiß ist, ist jetzt egal, wir haben ja das Zelt dabei. Wir begeben uns jetzt erstmal so generell Richtung Süden. Lustigerweise auf den Berg da drüben bin ich halt geklettert, ja. Aber tatsächlich scheint der überraschend wenig Eisen zu haben. Ich habe es irgendwie geschafft, die Berge zu erklimmen, beziehungsweise mich an den Stellen umzuschauen, wo es einfach irgendwie generell nicht so viel Eisen gibt, ja. Wie ich das wieder hingekriegt habe, ist halt auch wieder so ein, aber das ist wieder so ein Spielbär-Ding einfach. Der schafft das einfach, sich die Ecken anzugucken, wo es generell nicht so viel gibt. So, jetzt muss ich erstmal auch schauen, wie komme ich jetzt hier eigentlich runter von dem Plateau, ohne dass ich sterbe. Springen will ich jetzt auch nicht unbedingt gerade, weil es ist gerade auch die Sicht so unscharf. Also wirklich so extrem unscharf. Genau, gehen wir mal jetzt hier lang. Einfach da, genau, so einfach in die Richtung. Gott, ich erkenne gar nichts. Ich erkenne gar nichts, Mann. Ich brauche unbedingt diese Wüstenrüstung. Ich meine, gut, da vorne wäre ein grüner Drop. Da könnte man auch mal reingucken, weil ich glaube, die Wüstenrüstung, die könnte durchaus auch in so einem Drop drinne sein. Und das wäre natürlich schon geil, wenn wir da in der Richtung schon mal ein bisschen was finden würden. Dann müsste ich das nicht selber machen. Und dann könnte ich den Bonus... Oh, oh nee, das sind nicht die Mikoraptoren jetzt, oder? Ah nee, Pegomastax. Okay, ist egal. Oh Gott, was ist das alles? Lauter Viehzeugs. Okay, ich glaube, hier gibt es bald tatsächlich auch Eisen, weil... So viel Viehzeug, wie hier gerade rumläuft, das ist nicht mehr feierlich. Oh Gott. Kommt alles, es kommt alles. Also ja, der Para macht das. Der Para kriegt sie alle platt, ey. Ja, du kleines Mistvieh, du willst mich wieder beklauen, wa? Du willst mir mein Zelt klauen, kannst du vergessen. Kannst du sowas von vergessen. Gleich nochmal Lebensskillen, Alter. Okay, gut. Level up is available. Ach, bei mir auch. Okay, ja. Also sag mal, irgendwann muss doch der Charakter jetzt auch mal ausgelevelt sein, hör mal. Ich glaube, ich gebe direkt auch noch mal hier Verträglichkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Das Schlimme ist auch, dadurch, dass das halt... Oh Gott. Der hat mir das Zelt geklaut. Scheiße.
Ach Mensch, warum habe ich das auch auf den letzten Slot gelegt? Oh nein, jetzt kommt das hier auch noch. Es ist arg, es ist arg, es ist arg, es ist sowas von arg. Gott, schnell weg. Erstmal. Ja Gott, da hat er mich. Da hat er mich, da hat er mich. Und das Schwein ist auch da, hervorragend. Okay, ich muss mich bewegen, schnell. Lauf, 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 lauf. Auf aufs Tier. Und erstmal schnell alles wegmachen, was hier am Start ist. Ach du Schande. Ein Albtraum. Ein einziger. Wenn wenigstens die Hitze mal aufhören würde. Toll, da muss ich mir wieder ein neues Zelt jetzt machen. Ach Gott. Warum muss es ausgerechnet Pegomastax hier geben? Warum? Mikroraptor und Pegomastax. Das sind so, so ziemlich die nervigsten Viecher, die es gibt, ey. Mikroraptor und Pegomastax sind so ziemlich die nervigsten, schlimmsten Viecher. Was ist das? Man erkennt es nicht, ne? Man erkennt es nicht. Oh, die machen sich gerade gegenseitig platt. Das ist doch praktisch. Man erkennt es einfach nicht. Aber wir müssen da jetzt mal durch. Es hilft alles nichts. Wir müssen da jetzt einfach mal durch, ja? Mein Gott, ey, man sieht überhaupt nichts. Kann diese Hitze mal bitte aufhören? Kann diese verdammte Hitze mal aufhören jetzt, dass man mal was sehen kann, wenigstens von der Welt? Ich spring mal hier runter jetzt. Alter, das ist auch... Also dieser Verschwimmungseffekt ist schon ein bisschen extrem. Ich meine, ist ja schön und gut, dass ihm der Kopf platzt durch die Hitze, aber er kann doch wenigstens mal ein bisschen sich zusammenreißen, dass man wenigstens ein bisschen was erkennen kann. Da ist ein Schwein. Ich gehe jetzt einfach mal weiter geradeaus, genau. Ich jump mal hier runter jetzt einfach. Genau, schön runter jumpen. Wir gehen mal da zu dem grünen Drop jetzt. Was ist das? Eine kleine Babykatze. Aua! Oh Gott, Schweine. Oh Gott, was ist das? Ein Alpha-Schwein? Ich höre ja ernst. Was zum Teufel? Okay, ein Schwein ist tot. Nein, hätte ich das Vieh auch noch, ey. Ach scheiße, ist es so ätzend, wirklich. Diese Kackviecher sind das. Geh, lass mich. Ach Gott, verdammt mich. Nein, Para, bleib doch hier. Warum rennst du denn nur weg, Mann? Weil er immer dem scheiß Mikroraptor nachrennt. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Dann noch der Pegomastax, Alter. Stirb. Meine Güte, dieses... Das ist so eine Hasskappe hier in diesem Scorched Earth schon wieder. Ich sag's euch. Geh mal schnell hier ran. Ja, da ist, glaube ich, echt was. Wie kann ich alles nochmal nehmen? Hier. Nimm mal alles. Warte, das ist die Hose. Das ist die Hose. Das ist die Hose, glaube ich. Ist das die... Ja, Ramschackel Desert. Genau. Gleich mal anlegen. Nice. Okay. Da habe ich nämlich schon mal deutlich weniger Probleme. Das Problem ist jetzt allerdings, was ich jetzt habe, ist, ich habe kein Zelt. Und es ist Sandsturm. Okay, aber wir sind ja nicht weit von zu Hause weg. Ich gehe jetzt einfach nochmal zurück. Naja, obwohl, wobei, es ist eigentlich Blitzsturm. Es ist nicht wirklich Sandsturm, oder? Wie sieht es denn mit der Lebenskraft aus? Lebenskraft sieht eigentlich gerade erstmal noch gut aus, muss ich sagen. Obwohl ich gerade ordentlich kassiert habe. Alter, weißt du, das ist so krass, diese Kombination aus Schweineangriff und dann noch hier, hast du nicht gesehen, Mikroraptor, Blarkeks. Boah, da kriegst du so eine Hasskappe, ich sag's euch. Da könntest du echt eskalieren. Aber, ja, siehst du, sind schon wieder die Schweine. Stirb. Stirb doch. Du willst es doch auch. Sag mal, es ist ein 27er Schwein. Was hält denn das bitte aus, ey? Krepier halt. Großer Gott, ey. Okay, also mehrere Schweine auf einen Haufen sind halt echt keine gute Sache. So, jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Okay, ich muss noch ein bisschen darüber eigentlich. Aber irgendwie ist das gerade alles höchstgradig unbequem hier. Ungemütlich. Aber das Ding ist halt... Och, nicht schon wieder, ey. Weißt du, es ist aber auch so... Es ist so, es kommen immer wieder diese Viecher. Es regt mich auch ein bisschen auf, muss ich jetzt mal wirklich sagen, ja. Also, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich block die einfach raus, ey. Das ist einfach echt zu nervig. Du kannst ja nicht mal 5 Meter laufen, ohne dass du vom Tier gecrappt wirst. Das ist doch nicht mehr normal, Mann. Da muss es doch irgendwas geben, um das zu verhindern. Nicht auf dem Tier reiten, ja. Ach, komm. Ja, komm.
greif mich an oder lass es, aber mach irgendwas. Ja, dann lass es halt. So, warte mal, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen... Ich glaube, da drüben, bei diesem Plateau... Ah, okay, warte. Ja, ist gut, komm. Bei dem Plateau da drüben, da müsste es eigentlich Eisenerz geben. Zumindest laut der interaktiven Karte. Und es müsste sogar Eisenerz geben, so ein bisschen eher so am oberen Zipfel tatsächlich. Also der Zipfel, der zu meiner Location hin zugewandt ist. Trink mal was. Hat er schon, okay. Sekunde, nochmal ganz kurz, nochmal gucken. Ja genau, es müsste eigentlich so sein, wenn ich jetzt da so hinlaufe, in die Richtung, da müsste es eigentlich Eisen geben. Da müssen wir den Para mal komplett leer machen und müssen da mal so viel Eisen mitnehmen, wie es irgendwie geht. Wenn wir jetzt überhaupt welches finden direkt, müssen wir mal schauen. Ich muss aber erstmal gucken, also... Was war das? Irgendjemand meinte, es sieht genauso aus wie im normalen Ark, das Eisen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch hier noch nicht einen einzigen normalen Ark-Eisenknubbel gesehen bisher. Also von daher weiß ich gar nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Oh Gott, Skorpione und Karnos. Okay, wenn hier Skorpione und Karnos rumlaufen, dürfte es durchaus möglich sein, dass hier auch Eisen ist tatsächlich. Aber wir müssen halt jetzt erstmal schauen, wo das genau ist und wie es genau aussieht. Und dadurch, dass der hier auch so unfassbar schlecht sehen kann, macht es das nicht einfach. Aber warte mal, ich glaube hier drüben, oder? Das hier ist es, oder? Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Also es müsste hier eigentlich Eisen geben, würde ich sagen, aber... Also ganz ehrlich, ich kann es echt nicht sagen, ne? Ob das Eisen ist oder nicht, ich check's nicht. Aber hier müsste es welches geben. Wir müssten genau drinstehen eigentlich. Guck mal, da hinten ist schon die krasse Wüste. Nee, da sind wir dann auch definitiv zu weit, ne? Ich glaube, ich muss eher versuchen, noch hier oben raufzukommen. Warte mal, ich versuche mal hier über dieses Eck rüber zu laufen. Und mal da so hoch zu klettern. Schaffst du das? Schaffst du das da hoch? Das ist die Frage. Okay, sieht eher schlecht aus. Oh, Vorsicht. Es muss aber eigentlich gehen, dass er hier hochkommt. Vorsicht. Da sind auch noch Viecher. Es muss eigentlich gehen. Was ist das da? Oh Gott, lauter Karnos, Alter. Hier sind überall Karnos. Oh, warte, warte, warte. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was soll das sein? Warte mal ganz kurz. Kann ich hier absteigen? Was ist das? Ah, das ist so ein Vieh. Warte mal ganz kurz. Wir müssen mal ganz kurz mal probieren. Ist das hier Eisen? Was ist das? Das sieht sehr merkwürdig aus. Ja, das ist Eisen. Ich höre komische Geräusche. Es ist mir gerade erstmal egal. Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, wir haben ja mehrere Spitzhacken dabei. Warte mal. Schmeiß mal die kaputte. Schmeiß sie mal weg. Nimmst mal die neue. Der Argentavis kommt hier rüber. Wir haben auf jeden Fall schon mal was bekommen. 10 Stück ist schon mal nicht schlecht. Alter, aber das sind diese kleinen... Das sieht doch nie im Leben so aus wie im normalen Ark. Im normalen, hier, wie heißt's? Evolve Island. Das sieht doch überhaupt nicht so aus. Ah, kommt jetzt, Leute. Das sieht genauso aus wie im normalen Ark. Nee, das sieht überhaupt nicht so aus. Das ist komplett anders. Guck mal, man sieht sogar so kleine Mini-Kristalle da drin. Never ever ist es genauso. Vor allem ist es auch viel kleiner irgendwie. Es ist viel, viel kleiner. Ich höre da irgendwelche hässlichen Geräusche. Ist mir gerade egal jetzt. Ja, ich weiß, ich bräuchte eigentlich einen Ankühler, um das zu machen. Ist mir schon klar. Oh, Kacke, warte. Aufsteigen. Stirb, blödet Viech. Oh Mann, also wirklich. Eigentlich bräuchte ich einen Ankühler, um das zu machen. Aber kriegt man einen Ankühler an diesen ganzen Mistviechern vorbei. Aber gut, ich meine, auf meinem Schwierigkeitsgrad müsste der Ankühler eigentlich einiges können. Da müsste der die eigentlich alle verkloppen können. So, wir müssen mal ganz schnell mal gucken, ob wir jetzt genug haben. Das heißt genug, es ist niemals genug. 22, warte mal, das wird dann zu 11. 11 Eisen, da könnte man zumindest schon mal Werkzeug draus machen. Wäre auf jeden Fall keine so schlechte Idee, vielleicht erstmal, was war das? Kano, ist es ein Alpha-Kano? Der hat rote Hörner. Er ist auch ein bisschen größer als ein normaler. Ich glaube, ganz ehrlich,
Ich kann auch hier kaum was erkennen durch dieses ganze Geschwüssel hier. Ich gehe mal lieber wieder zurück und schmilze jetzt mal das ein, was ich schon bekommen habe. Wir wissen ja jetzt, dass es hier ist. Aber ganz ehrlich, ey, das ist ja mal richtig schwer zu finden, diese kleinen Steinchen. Ich meine, die können ja prinzipiell überall irgendwie dazwischen liegen, ja. Wenn das jetzt hier nicht wie auf dem Präsentierteller rumgelegen hätte, dann hätte ich das nie im Leben, hätte ich das gecheckt, dass das hier ist. Dass das Eisen ist. So, wir versuchen uns mal hier an den Kanus vorbeizutingeln. Es ist auch nicht mal 1 Kilometer weg, ne? Von meiner Location. Schon krass eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ich meine, Argentavis-Zähmen wäre natürlich auch noch eine Idee. Könnte man auch machen. Da ist auch gerade einer. Ich muss aber vorher noch mal ein bisschen mehr Narcotics noch herstellen. Also, und noch mal ein paar mehr Betäubungsfeinde vielleicht noch machen. Prime Meat bekommt man ja hier sehr leicht. Man muss nur die Jaboa-Babys umbringen. Dazu muss natürlich auch erstmal ein Jaboa-Baby in der Nähe sein, nicht wahr? Aber so prinzipiell ist das erstmal nicht so ein Problem. Was ist das da oben? Schon wieder ein Kanu? Also wenn ihr euch so denkt, ja, das ist ja alles verschwommen hier in dem Let's Play. Ja, das ist halt irgendwie so gerade so. Was soll ich machen? Hier haben wir nochmal eine Wasserquelle, sehr schön. Das ist halt nun mal hier die ganze Hitze und das alles. Ich muss aber echt sagen, ich finde den Effekt auch ein bisschen übertrieben. Also es ist ja schön, dass es diese Umwelteffekte gibt, aber das ist ein kleines bisschen zu viel des Guten. Pegomastax, ja, Vorsicht. Gleich umbringen, das blöde Mistvieh. Er hat mir jetzt hoffentlich nicht das Eisen geklaut. Nee, alles gut. Und wir haben immerhin schon mal eine Hose bekommen von der Wüstenrüstung. Das ist doch schon mal nice. Da muss ich einen Teil weniger herstellen selber. Ist natürlich jetzt doof, dass das kein Blueprint ist irgendwie. Weil wenn das jetzt dann verschwinden sollte aus irgendeinem Grund, weil ich vielleicht sterbe und es verliere, ne, dann ist halt weg, ne. Dann kriegen wir keine zweite. Aber gut, ich meine, ist im Endeffekt ja auch wurscht. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir uns mal dann das Eisenerz da reinpacken. Also wir brauchen erstmal, wie gesagt, eine Schmissi. Und dann müssen wir uns eine Eisenspitzhacke machen. Und dafür müsste das Eisenerz, was wir jetzt haben, müsste dafür genau ausreichen. Es müsste genau die Menge sein, die wir brauchen, um das herzustellen. Was ist das da hinten gewesen? Oh Gott, diese Felsen, dadurch, dass das so verschwimmt, sieht manchmal das so aus, als wenn hinterm Felsen irgendwas ist. Das macht einen echt wahnsinnig gerade. Okay, gib mir das und jetzt schnell da rein und einschalten. Hervorragend. Und warte mal, das soll jetzt, was du hier drin hast, das packen wir da auch noch rein. So, und dann, warte. Du gibst mir mal deine Narkobeeren. Die packen wir jetzt nämlich mal gleich in die Mörser rein. Denn da müsste noch Gammelfleisch drin sein eigentlich. Gucken wir mal. Ja, da ist auch noch ein bisschen was drin. Das ist richtig. So, immerhin 7 können wir noch machen. Hier, das können wir mal auch gleich noch mit hier reinigen. Im Feuer müsste eigentlich auch noch. Oh ja, da ist auch noch ordentlich Gammelfleisch drin. Sehr gut. Da können wir gleich mal hier richtig Gas geben mit Drogen, meine lieben Freunde. Genau. Wie viel sind eingereiht? 21. Sehr schön. Weil dann machen wir nämlich gleich noch mal ein paar mehr Narkopfeile. Ich würde sagen, die Hälfte Narcotics behalten wir. Die andere Hälfte machen wir zu Narkopfeilen. Das sollte doch passen, oder nicht? Nun, was haben wir denn hier eigentlich noch bekommen? Warte mal, diese komische Falle. Bear Trap. Es ist eine Bärenfalle auch noch. Ganz toll. Ganz klasse. Ich habe ja auch noch den ganzen Lehm dabei, Mensch. Unglaublich. Unglaublich. Warte mal, wir müssen mal schauen, dass wir... Hatte ich eigentlich hier schon eine Fackel drin aufgestellt? Ja, hatte ich. Aber wenn ich die anmache, dann schwitzt er wieder. Das ist leider ein bisschen das Ding. So, warte mal, ich muss mal was essen. Ich brauche wieder neues Essen. Stimmt, warte mal. Wir müssen mal ein bisschen Holz holen jetzt. Er ist irgendwie so langsam und er kann irgendwie auch nicht rennen. Warum kann er nicht rennen? Er rennt schon permanent anscheinend. Okay, keine Ahnung. Habe ich irgendwie Caps Lock an? Und dann machen wir mal schnell das Feuer an und lassen mal ein bisschen Fleisch wieder durchbraten. Das haben wir nämlich nichts zu essen. Und das ist natürlich nicht so gut. Warte mal, der hat auch ein Level-Up gerade. Ich gebe dem nochmal Stamina. Und nochmal Leben.
Stamina und Leben. Ach, schön, wie das Lehmhäuschen aussieht. Das ist doch nett. Das sieht doch nett aus. Ja, ich weiß, es ist nur ein Kasten. Aber es ist mein Kasten. So, hier, mach mal rein da den Spaß. Und mach mal Feuer an. Und mach mal nochmal schnell hier noch ein bisschen was rein. Genau. Kann das nochmal durchsprutzeln. Das können wir hier mal noch hier reinpacken. Wir brauchen eine größere Kiste. Definitiv. Warte mal, das können wir mal alles noch in Para stopfen. Weil dann mache ich nämlich lieber hier den Lehm rein. Die Hose. Das Ding könnte man natürlich auch gleich aufbauen eigentlich, ne? Weil das ist ja auch ein großer Beetkasten. Warte mal. Ich stelle den mal jetzt hier hin einfach. Das ist erstmal, ja, Hauptsache das Ding steht erstmal. Und genau, die Bärenfalle, die packe ich jetzt mal hier rein. Genau. So machen wir das. Was war das nochmal? Plant Species Y. Ach so, das war dieses Zeug. Aber das müssen wir, glaube ich, düngen. Sonst kann das gar nicht schießen, glaube ich, oder? Das ist diese Schießpflanze, die im PvP auch gerne mal eingesetzt wird, um die Base zu verteidigen. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, wir haben jetzt 43 Narcotics. Lass doch gleich mal... Ja, 20 machen. 20 Pfeile. 20 Narkosepfeile, weil dann können wir nämlich den Rest dann nehmen. Ich muss jetzt mal irgendwie es schaffen, ein Flugtier zu zähmen, definitiv. Also entweder so eine Motte. Da wäre ich sogar auch dafür, dass wir so eine Motte machen, weil ich glaube, da können wir auch den Sattel recht unkompliziert herstellen, meine ich. Muss noch mal gucken. Was haben wir hier? Ichthyosaurus. Nee, das brauchen wir hier nicht, glaube ich. Bei Scorched Earth. Wie hieß denn diese Motte nochmal? Hyenodon? Nee, Hyenodon war es nicht. Equus war es auch nicht. Pulmuckel Scorpius. Procoptodon war es auch nicht. Oh Gott, wie hieß diese Motte? Brauchte man da überhaupt einen Sattel bei der Motte? Da brauchte man gar keinen, oder? Kann das sein? Ich glaube, da brauchte man keinen. Ich meine, das war so. Ein Ankylosaurus-Sattel können wir gleich mal freifalten. Was? Lymantra war das. Okay, Chitin, Hide und Fiber. Na toll. Wer macht hier Stress? Genau. Chitin, Hide und Fiber brauchen wir. Alles klar. Ja, aber das ist ja eigentlich machbar. Da müssen wir nur mal irgendwas umbringen, was auch Chitin bringt. Das sollte aber mit dem Para kein Problem sein. So, warte mal, das Eisenerz ist durch. Dann lass doch erstmal vielleicht die Schmiede bauen direkt. So, jetzt ist natürlich hier nicht mehr so viel Platz im Haus. Was brauchen wir noch für die Schmiede? Für die Schmiede brauchen wir Holz, Stein und Heid. Warte mal, das müsste doch alles irgendwie am Start sein. Steine sind auf jeden Fall am Start. Holz müssen wir nochmal besorgen. Heid, da könnten wir den hier umbringen. Aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Heatstroke. Dem sein Kopf wackelt so komisch. Der hat so. Der wankt so beim Laufen irgendwie. Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, das liegt am Hitzschlag. Kann das sein? Das ist auch der Grund, warum ich nie rennen kann. Was müsste daran liegen eigentlich? Weil an was soll es sonst liegen? Wir haben hier anscheinend einen übelen Hitzeeffekt gerade. Aber hä? Wir haben doch Resistance geskillt. Wir haben die Wüstenhose jetzt an. Und ich bin ja auch im Lehmhaus eigentlich. Wie kann denn das eigentlich jetzt sein, dass der immer noch so krasse Effekte hat? Das ist doch nicht mehr normal, Mann. Der verliert doch schon wieder Leben, wenn ich... Ja, er verliert Leben, wenn ich das richtig sehe. Toll. Super. Es ist vielleicht das Feuer. Muss ich es vielleicht ausmachen? Habe ich dann vielleicht wieder... Geht's dann vielleicht wieder? So, warte, wie viel Heid brauche ich jetzt nochmal? 20, okay, da habe ich genau die richtige Menge, sehr schön. So, dann noch Steine, genau, so, jetzt müssen wir das Ding herstellen. Herstellen. So, wundernice. Guck mal, selbst in der Putze hat er immer noch Hitzschlag. Das ist schon echt ein bisschen übel, ey. Wenn ich das mal sagen darf. So, wie groß ist das Ding jetzt? Passt das hier noch irgendwie hin irgendwo? Machen wir mal mit Q, schnappt mal, Alter, das Rumgewackel von ihm.
Schön, jetzt habe ich es genau vor die Tür gemacht. Komme ich überhaupt noch rein und raus? Ja, ich komme noch rein und raus. Alles gut. Jetzt wankt der hier mit dem Kopf die ganze Zeit so rum. Willst du mich rollen? Ey, das ist doch nicht normal. Aber wenigstens haben wir jetzt noch einen Behälter, wo wir Sachen reinpacken können. Weapons, Melee, genau. Wir brauchen noch mal mehr Heid. Das war das Ding. Oh Mann, das ist ja voll ätzend. Das ist doch voll ätzend hier. So, warte, ich versuche jetzt hier den hier platt zu machen. Er ist nur Level 12, sollte schnell gehen eigentlich. Ja, genau. So, jetzt gibst du mir dein Heil. Und dann können wir nämlich gleich mal Werkzeuge machen. Nice. Uiuiuiui, meine lieben Freunde, ich sag's euch. Jetzt fängt das schon wieder an zu gewittern. Es wäre mal geil, wenn dieser Hitzeschlag mal aufhören würde. Bestimmt hört er erst auf, wenn ich die Wüstenrüstung trage. Oh Gott, ich sag's euch, liebe Freunde. Okay, warte, 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 warte. Schieb mal hier das Heid rein und jetzt machst du erstmal eine. Das Ding machen wir erstmal. Können wir das Ding uns noch leisten? Ne, da fehlt uns leider ein Ingo. Ah! Aber mit der Eisenspitzhacke müsste ich eigentlich auch aus normalen Steinen ein bisschen was an Eisen rauskriegen. Also, egal wie wir jetzt farmen, müsste eigentlich immer irgendwas rauskommen dabei. Alter. Guck mal, wie der den Kopf dreht. Das ist nicht mehr normal, ich sag's euch. Das ist echt nicht mehr normal. So, warte mal. Sattel. Ja, da könnte man halt hier den Sattel vom Ankylo machen. Desert Kloss. Was brauchen wir denn jetzt für die Desert Kloss genau? Wir brauchen Kristalle. Na super. Ja, gut, das ist nur für dieses komische Visier. Da können wir zur Not auch erstmal drauf verzichten. Fiber, Silk. Okay, alles klar. Ne, das haben wir doch eigentlich alles. Warte mal. Ich hatte doch hier Fiber drin gehabt. Wo habe ich die denn jetzt wieder hingepackt? Oder habe ich die im Inventar? Ah, hier habe ich im Inventar. Okay, pack die mal da rein. So, jetzt müssen wir mal. Du hast keine Seide, ne? Nee, du sammelst das ja auch nicht. Nee, nee. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müsste es doch noch Seide geben, hier irgendwie. Hier, genau. Seide. So, jetzt können wir mal gucken. Da können wir uns gleich noch ein Teil machen direkt. Desert Claws, da können wir uns direkt nochmal irgendwie die Schuhe am besten mal machen. Und dann für den Rest brauchen wir auf jeden Fall noch mehr von dieser Seide. Da muss ich jetzt mal in den sauren Abfall beißen. Und muss da jetzt mal ein bisschen rumlaufen, tatsächlich, liebe Freunde. Und muss da jetzt mal diese komischen Blumen so ein bisschen angrabbeln. Hilft alles nichts, ja. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Aber ich glaube, guck mal, er hat schon deutlich weniger Hitzeeffekt jetzt schon mal. Das Oberteil wäre, glaube ich, schon echt wichtig noch. Oberteil, Handschuhe brauchen wir nicht mal unbedingt, glaube ich. Das würde höchstens nur einen kleinen Teil wahrscheinlich noch hinzufügen. Und für die Brille, ja gut, da brauchen wir erstmal Kristalle. Die müssen wir natürlich auch erstmal finden. Da muss ich da nochmal meine Karte nochmal bemühen. Aber eigentlich, wo es Eisen gibt, müsste es eigentlich normalerweise auch Kristalle geben. Das sollte eigentlich nicht weit weg sein. Komm schon, nimm den Spaß. Will er nicht nehmen hier. Nimm mal den Spaß hier. Ja, immer erst die Sachen nimmt, die er nicht braucht. Das ist einfach so geil, der Typ. So, warte mal, jetzt können wir uns doch schon mal das Oberteil herstellen, oder nicht? Wenigstens ist die nicht so teuer. Man muss nur halt erstmal in der Lage sein, sie herzustellen, indem man eine Werkbank macht. Ah, jetzt kann er auch wieder normal laufen. Jetzt hat er auch keinen Hitzeschlag mehr. Gott sei Dank. Okay, gut. Hat anscheinend schon irgendwie was gebracht, würde ich mal sagen jetzt. Also, Amore und wir machen uns den Oberteil, genau. Ja, und da müssen wir halt mal zusehen, wie wir das machen mit dem Visier, wie ihr sagt. Was ist denn das noch? Ah, da brauchen wir auch noch Silikaperlen. Toll. Das können wir, glaube ich, erstmal ganz, ganz gewaltig knicken, können wir das erstmal. Wie es aussieht. Oh Gott. Ja, diese Tasche auf dem Bauch liegt da. Ach du Schande. Eieiei, ist schon so ein Klops. Junge, Junge, Junge. Warte, warte. Schieb mal das, was wir nicht brauchen. Genau, das schiebst du jetzt mal da rein als Reserve. Und auch den Sand kannst du da mal reinschieben jetzt, genau. Schieb mal das alles rein. Schieb mal das alles weg. Und die Fiber, die wir dabei haben, die kannst du mal da reinstecken. Und hier nimmst du dir jetzt mal noch das Fleisch raus, was fertig geworden ist. Genau, weil du musst auch mal wieder was essen. Hervorragend. Guck mal, jetzt sind wir deutlich nicht mehr so hitzeschlagsgefährdet auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten hier sammeln.
Noch ein bisschen Seide, dann können wir uns noch die Handschuhe machen und dann müsste das erstmal für den Anfang müsste das erstmal passen. Dann würde ich vielleicht mal gucken, dass ich offscreen mal ein paar Ersatzwüstenrüstungen vielleicht mal mache oder einfach Material sammle, dass wir das Zeug auch reparieren können. Aber ich glaube, eine Ersatzrüstung sollten wir schon noch machen, weil kann ja sein, dass ich mal sterbe, dann spawne ich ja hier am Haus, nicht wahr? Und dann muss ich ja da erst wieder hin, wenn ich gestorben bin, nicht wahr? Und das dauert vielleicht und dann muss ich ja da auch wieder hitzeresistent sein, nicht wahr? Und bis ich dann da bin, nicht wahr? Bin ich dann 5000 Mal gestorben wieder an Hitze, nicht wahr? Und damit das nicht passiert, nicht wahr? Haben wir dann eine Ersatzrüstung, nicht wahr? Nicht wahr? Das ist doch alles nice, nicht wahr? So, hier, nimm mal das hier jetzt, komm. Nimm mal jetzt das. Hör auf, Sand zu sammeln, Mann. Ich glaube, das reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. Rübea, so, jetzt müssten wir eigentlich die Handschuhe noch machen können. Das ist doch gut. Damit müssten wir jetzt eigentlich mit dieser Fremenrüstung, ja. Ich habe endlich eine Fremenrüstung, meine lieben Freunde. Es ist endlich soweit. Es sieht halt echt so geil aus, wie diese Tasche da so auf dem Bauch liegt. Um Gottes Willen, ey. Meine Fremenrüstung ist am Start. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Spec Op mit diesem Bandana oben. Mit diesem, mit diesem Tuch auf dem Kopf halt, ne? Sieht da irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Spec-Op jetzt. Wie so ein Wüsten-Spec-Op. Ein sehr, sehr ründlicher Spec-Op, muss man dazu sagen. Einer, der sehr gut im Futter ist, definitiv. Also dieser Sack, den der vor sich rumträgt, Alter. Es ist so, es ist so lustig. Es ist so eine schöne Missgeburt, herrlich. Es ist so wunderschön. Wunderschön, ist es. Wunderschön. Okay, warte. Da hinten geht ein blauer Loot runter. Wir können ja jetzt im Endeffekt rumlaufen, wie wir lustig sind. Ist ein bisschen weit weg, der blaue Loot vielleicht. Ich hätte mir jetzt nämlich gerade so durch den Kopf gegangen, es wäre vielleicht noch ganz sinnvoll, vielleicht noch ein paar Loot-Drops abzukrabbeln auch. Dass man noch mal ein bisschen Zeug vielleicht über den Weg bekommt. Allerdings, ihr wisst, was das bedeutet. Da müssen wir... Oh, da drüben ist sogar ein Violetta. Ihr wisst, was das bedeutet. Da müssen wir uns durch alle möglichen... Ja... Mikroraptoren, Pegomastaxe und so durchklöppeln. Ich weiß nicht, also... Ich meine, das Ding scheint nicht weit weg zu sein. Da müssen wir eigentlich ja nur auf die andere Seite darüber. Und jetzt dadurch, dass ich ja jetzt immun bin quasi gegen alle möglichen... nicht gegen alle möglichen, aber... gegen die schlimmsten Umwelteinflüsse, sage ich mal, von Scorched Earth, bin ich jetzt erstmal immun, ja. Na gut, vielleicht wäre es jetzt auch schlau, erstmal noch Sachen abzulegen. Genau, Herr Spielbär, Sie haben noch Dinge im Inventar, die Sie nicht unbedingt ständig mit sich rumschleppen sollten am besten. Irgendwie hat er trotzdem noch ganz schön viel Ballast im Inventar. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Sind das die Beeren? Das Fleisch vielleicht? Das Fleisch können wir auch hier lassen eigentlich. Brauchen wir gar nicht mitnehmen. Ich glaube, ja, das war das ganze Zeug. So, hier genau. Den Rest packen wir noch hier rein von mir aus. Da kann es vor sich hingammeln. Mal Tür zu. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal los, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Und der Para kriegt nochmal Leben und Mili-Damage. Ich glaube, mit diesen zwei Skills ist er am besten bedient. So, genau. Dann müssen wir mal einen Ankühler auch zähmen. Idealerweise. Guck mal, wie das gleich viel angenehmer ist, wenn nicht alles verschwommen ist. Wenn man auch mal was erkennen kann in Scorched Earth. Der Wahnsinn. Es fühlt sich gleich so viel besser an. Jetzt ist die Frage, wie lange diese Wüstenrüstung hält. Wahrscheinlich nicht lange. Bestimmt werde ich gleich vom Blitz getroffen oder so. Und dann ist sie bestimmt direkt kaputt. Oder der Mikroraptor greift mich fünfmal vom Tier und dann ist sie auch direkt kaputt. Egal, was ist das? Raptoren. Egal, ich ignoriere das jetzt alles. Schweine ignoriere ich jetzt auch. Ach, schade, der Loot-Drop ist weg, wa? Ah, Mist. Aber der da hinten ist ja erst runtergekommen. Vielleicht, wenn ich es schaffe, mich zielstrebigst... Oh Gott, nein. Mikroraptoren, ne? Ja, ganz viele. Und Raptoren auch. Normale Raptoren. Hey, rennt der weg, der Mikroraptor? Der rennt weg. Die Frage ist, kann ich vor denen eigentlich wegrennen? Ist das realistisch? Nein, ist es nicht. Aber
Ich bin doch gleich gedacht. Scheiße. 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 Terrorbird. Nein, mein... Oh, nee. Wir machen meine Rüstung kaputt. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Ach, das Stirnband, ja. Aber die Wüstenrüstung hat auch ganz schön gelitten. Hey, nee, warte mal, da ist der andere Loot noch. Der ist doch noch da. Warte, dann versuche ich doch dahin zu gehen. Es wird auch gerade so ein bisschen Nacht, ne? Ein Gallimimus, nice. Also am nervigsten, ohne Witz, ungelogen. Am nervigsten sind halt echt die Mikroraptoren. Ich kann mit vielem umgehen, ja. Ich kann viel vertragen, aber der fünfte Mikroraptor-Angriff, der einen dann da vom Tier immer grabt. Vor allem, warum kann ausgerechnet dieses kleine Mistvieh einen vom Tier holen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie macht der das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Logik? Hä? Ich frage euch. Wo ist da die Logik in dieser Logik? Da ist eine Familie von diesen komischen Viechern. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie die hießen. Ich hab das voll vergessen. Ich habe auch irgendwie nicht drauf geachtet, jetzt wo ich sie umgebracht habe. So, da drüben ist der violette Loot. Mal gucken, ob wir da hinkommen irgendwie. Da müssen wir ja auch noch rankommen, nicht wahr? Müssen den noch aufmachen, nicht wahr? Der ist weiter weg, als ich gedacht habe. Dachte, der wäre näher. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Schön, wie seicht das Wasser hier ist. Kann man einfach durchwarten. Oh Gott. Also irgendwie beim Map bauen, da hat irgendwie einer so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Boden irgendwie. Also da sieht man häufiger mal Sachen, die einfach in der Luft schweben. Da drüben ist ein Rex. Okay, das sollten wir vielleicht nicht unbedingt riskieren mit dem Para. Könnte unter Umständen ein bisschen schwierig sein. So, da sind Raptoren. Das ist noch halbwegs realistisch. Das kriegen wir hin, glaube ich. Das arme Pferd. So, ich habe das Pferd gerettet. Alle sagen immer, ich bin so gemein zu den Tieren, aber dabei rette ich die immer eigentlich. Ich rette die armen Tiere. Mit meinem Killer-Para. Warte. Muss hier hoch. Irgendwie. Können wir das schaffen, wenn wir vielleicht irgendwie uns hier über das Eck... Nee. Es ist... nächste Herausforderung ist hier irgendwie hochzukommen. Und wenn ich den Weg gefunden habe, ist bestimmt der Loot despawn. Pass auf. Was ist denn da hinten? Oh Gott, auch wieder ein Rex. Da muss man auch irgendwie hier nach oben kommen, Mensch. Was ist das da schon wieder? Ach, Hyänen, okay. Ah, hier komme ich hoch, okay. Schnell, 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 bevor der Loot weg ist. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn, hier ist er. Ich habe es geschafft. So, jetzt schnell aussteigen. Ranlaufen. Alles nehmen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Eine Chitinrüstung, okay. Ist aber leider... Ja, ist aber leider recht unspektakulär, muss ich mal sagen, was da jetzt drin war. Ja, so eine C4-Ladung, hier so ein Bolzen. Gut, ein paar... Eine Suppe ist wenigstens drin. Ist aber eigentlich echt nicht so prickelnd, muss ich sagen, jetzt. So, warte mal, schmeiß mal ein paar Sachen wieder weg. Der Para wird sonst zu schwer. Oder gib dem Para tatsächlich mal ein bisschen Tragegewicht nochmal. Ob der Para jetzt auch ein Rexblatt kriegen würde? Ich glaube, ich gehe da hinten noch zu dem Loot jetzt. Der Violette war jetzt leider nicht so spannend. Muss man hier nicht voll aufpassen auf dem Sand wegen den Sandwürmern? War das nicht irgendwie so? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr genau. Gerade muss ich, glaube ich, wegen dem Rex vor allem aufpassen. Guck mal, der Dings ist gar nicht weit weg, der Loot-Drop. Ameisen? Ja. Das wäre jetzt natürlich Chitin, ne? Wegen dem Sattel von dem Dings. Warte mal ganz kurz. Wenn jetzt der Rex nicht irgendwie kommt. So, warte, wir lassen es einfach rankommen. Genau, lass er rankommen. Wieso haut sie denn jetzt ab? Du sollst mich angreifen, du blödes Vieh. Wieso einfach weglaufen? Hello? Dann halt nicht. Wie viel Chitin braucht ich? Ich weiß es nicht mehr. 40 oder so, ne? Für den Sattel. Warte mal, wo war jetzt noch eine hier? Ach komm. Nicht dein Ernst.
kriege ich Chitin auch von... Ja, da kriege ich mehr Fleisch, glaube ich, wenn ich das mit der Spitzhacke mache. Hatte ich nicht noch eine Axt? Warte, was war das? Ach, ein Känguru. Gottes Willen, das Känguru kommt einfach vorbei. Gejumpt. Ich denke mir so, hä? Was ist hier los? Okay, warte. Hier ist noch eine. Moment. Ich brauche das Chitin. Die anderen haben sich aus dem Staub gemacht, haben sich verkrümelt. Wie viel haben wir denn jetzt? 36. Das ist wieder zu wenig. Aber ich meine, gut, ich könnte zur Not auch so einen Spumuckel Scorpius einfach platt machen. Oder so einen Käfer. Ich meine, ja, Chitin kriegt man immer. Nein, der blaue Loot ist weg. Ich raste aus. Was zum Teufel ist das? Das ist eins von den neuen Tieren. Das ist eins von den neuen Tieren da hinten. Das ist das Neue. Das ist das Neue. Aber ehrlicherweise muss ich sagen... Oh, warte mal, hier kommt ein grüner Loot-Drop runter. Ja gut, grün ist, glaube ich, nicht so spannend. Wobei, aus grün hatte ich... Was ist das? Ameise? Aus grün hatte ich doch die Wüstenrüstung auch rausgekriegt. Nein, warte! Kam das fliegende Ding noch an. Und da ist noch eine. Moment. Wir hauen mal hier noch schnell... Ja, jetzt kommen sie wieder an, weißt du? Jetzt kommen sie wieder alle an. Schnell mal hier die Viecher mal ausnehmen. So viel Zeit muss sein. Wahnsinn jetzt alle. Man sieht die immer so schlecht auf dem Boden. Hä, nur zwei? Kann nicht sein, warte. Hier waren noch welche. Hier. Ist einfach so zurückgedötzt. Okay, jetzt müssten wir aber genug Chitin haben eigentlich für so ein... Für so einen Sattel. 58, oder? Das müsste gerade so ausreichen. Was ist das eigentlich? Primitive Schatzkarte. Oh, was? Wann kommt der Loot runter? Dauert voll lange. Wo ist denn dieses Tier jetzt? Dieses neue? Ich hab keine Ahnung. Das scheint da hinten zu chillen. Will ich jetzt auf den Loot warten? Das dauert noch ewig, bis das runterkommt. Und ich müsste noch zurück auch. Das ist... Ah, Mann. Ich glaube, mit dem Para ist es echt ein bisschen nervig, diese Loot-Drops abzufahren. Da hinten ist auch ein roter. Das müsste man eigentlich mit dem Flugtier machen. Das müsste man eigentlich mit dem Argentavis oder mit so einer Motte irgendwie machen. Los, komm, geh auf. Mach. Mach it. So, jetzt schnell... Ran. Mach. Nee. Aber immerhin eine verbesserte Steinaxt im Blueprint. Ja, besser als nichts, wa? War aber jetzt, was die Blueprints angeht. Was ist das? Das klingt nicht gesund. Oh, ich glaube, das ist überhaupt nicht gesund. Wenn da so ein Wirbel über dem Sand auftaucht, ist das überhaupt nicht gesund. Was haben wir denn hier? Titanosaurus? Oh, hier ist sogar ein Titanosaurus. Das ist ja ein Ding. Ich wusste gar nicht, dass die hier vorkommen. Auf Scorched Earth. Okay, nice. Ich glaube, dieser Wirbel heißt, dass da ein Sandwurm auftaucht, oder? Wenn mir nicht alles täuscht. Auf jeden Fall nicht gesund. Irgendwas war da aufgetaucht. Oder ist im Begriff, da aufzutauchen. Oh, ne. Nicht die schon wieder, die Scheißviecher. Okay, der hat mir eine Hose geklaut, der eine. Das ist wahrscheinlich sogar die Hose. Was nun schon wieder? Auch nicht schon wieder die Viecher, ey. Auch noch drei, Alter. Oh ne, nicht beim Titano. Para, bleib jetzt bitte ganz cool. Para. Nein, warum rennt der denn nur immer weg? Ach Mensch, du dummes Vieh, ey. Renn halt nicht weg. Christ of Jesus, ey. Da sind diese kleinen Scheißviecher. Ich hasse sie so. Ich hasse sie einfach nur. Sterbt halt. Man erwischt sie halt auch nicht. Ah, jetzt. Oh, geil. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Schön weggeg... Nein! Piss dich. Ach, nicht, ey. Nein. Bleib hier. Okay, gut. Chill, Mann, chill. Ach, Mann, ey, diese Scheiße. Okay, jetzt Vorsicht, hier ist der Titano. Okay, der Titano ist schon am Ausrasten. Ich lauf mal lieber erstmal weg, bevor ich jetzt die Katze besiege. Weil,
Ich möchte ungern unterm Titano stehen, wenn der gerade stampft. Muss irgendwie nicht sein jetzt. Kann ich irgendwie drauf verzichten. So, jetzt einfach durchziehen. Oh Gott, der ist aber ganz schön nah dran an meiner Butze, der Titano, ey. Der ist 1 Kilometer weg. Das ist ein bisschen gruselig gerade. Was war das jetzt? Ach du Schande, nein, nicht auch das noch. Ein Golem. Ha! Ich raste aus. Rennen, rennen, rennen. Einfach weg, einfach weg, einfach weg. Der Para ist auch so leicht überladen, kann das sein? Der ist überhaupt nicht richtig schnell. Das Blöde ist, wenn ich jetzt angreife, dann nimmt er sich noch mehr Bären ins Inventar. Und wird tendenziell dafür sorgen, dass er noch langsamer wird. Deswegen ziehe ich jetzt einfach erstmal durch. Genau, einfach erstmal weg, einfach erstmal weg. Schweine sind hier wieder. Raptoren sind da wieder. Die komischen Dornenechsen. Ist mir erstmal alles egal jetzt. Ameisen auch. Der arme Ankylo. Kassiert voll. Er hat's überstanden, wie es aussieht. Ah, war klar, dass das Mistviehzeugs wiederkommt. Stirb, du Schwein. Okay, ich muss mal den Para mal leer machen wieder ein bisschen. Das ist, er hat einfach zu viel Intus. Schmeiß auch mal jetzt ein bisschen was von diesem Kaktus-Zepter mal weg. Das ist einfach zu viel. Boah, der hat auch so viel Werkzeug und alles. Ja, warte mal, hier noch ganz viele Bären auch. Das kann er auch alles mal wegschmeißen. Nein, die Schatzkarte habe ich weggeschmissen. Scheiße. Oh, ich hasse es. Mist, ich würde die Schatzkarte doch gar nicht wegschmeißen. Kacke. Ich hasse es, Mann. Dieses scheiß Inventar-Tetris bei Ark. Okay, ich glaube, ich hab sie. Ark hat dieses beschissene... Steig doch auf. Ark hat dieses beschissene Inventar-Tetris immer wieder, ey. Hey, du musst das noch rausschmeißen, das noch rausschmeißen. Ist immer noch zu viel. Ich hasse es. Egal. Oh Gott. Eskalation. Eskalation. Aber ich würde sagen, es war eine erfolgreiche Episode definitiv. Wir haben immerhin die Wüstenrüstung am Start. Und wir haben ein bisschen was aus Loots rausgeholt. Und das erste Eisen haben wir. Eisenspitzhacke ist doch immerhin ganz nice. Und an dieser Stelle endet diese Folge. Ark Survival Ascended. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Ark Survival Ascended, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele im Epic Store kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.